Hit. Aber hier auch noch, hier auch noch. Dead einer? Ja. Mein Gott! Let's. Oh mein Gott! Schau dir das an! Der Sulfur! Wir haben genauso viel Charcoal. Wir haben genauso viel Charcoal. Das heißt, wir können jetzt nochmal 13 neue C4 machen. Es hat locker gereicht, es kostet nur noch 150k. Ich bin so lost. Moin Leute und herzlich willkommen zur zweiten Folge meines Abo-Specials. Wie ihr in der letzten Folge gesehen habt, sind wir durch einige erfolgreiche Raids an viel zu viel und Geld gekommen und somit das Hauptziel von den größten Clans auf dem Server geworden. Nun mussten wir schauen, dass wir unsere Base sicherer bauen und wollten gerade Richtung Norden laufen, um Geld für einen Heli zu sparen, sodass wir besser Base-Building-Materialien sammeln und unsere Base sicherer bauen konnten. Und hier beginnt auch die zweite Folge, denn wir waren gerade auf dem Weg nach Tizzy, um einen Loot-Run zu machen, als wir plötzlich einen Heli hörten. Du musst eigentlich zu Vorkampf gehen, wenn du Essen brauchst. Er hat immer so viel Essen dabei, der kann dich ernähren. Man munkelt, oder mir ist so angekommen, dass er ab und zu mal sogar Birnen dabei hat. Ich hab vorher alles rausgeworfen, wie er den Base-Zeug. Manchmal auch Pflaumen und Auberginen auch, aber. Und du kriegst einen Heli, ist der denn? Ja, das ist ein Modded Heli. Also Spieler Heli. Jo. Mach den jetzt. Oh ja. Schieß mal, der landet bei uns, glaube ich. Oder? Was macht er da vor? Vielleicht ja, das soll da runtergehen. Vielleicht ist das Replace oder sowas, ja. Ist der Schild, können wir ihn rausschießen. Stimmt. Der wird nicht mehr kaputt gehen, ne? Der landet da vorne. Dann können wir ihn raus. Oh, er landet echt. Oh, New Target. Wo landet der? In Casino gerade. Okay, es kann sein, dass einer von uns. Ich bin nicht on. Okay, Replace ist nicht. Ja, im Double Raid ist er fette Base, ne? Ja, wenn die da landen. Du musst dann wegschießen, wenn er gelandet ist. Ja, dann wenn er oben im Double Raid landet, ist schwierig. Ja, willst du jetzt schon schießen? Jetzt. Der landet auf dem Helipad, ja, Double Raid Helipad wahrscheinlich landet da. Lass ihn rausschießen aus dem Heli. Jetzt? Nee, wenn er jetzt landet. Landet hier uns auf dem Feld, vor uns auf dem Feld landet er direkt. Er landet steht jetzt vor uns auf dem Feld. Er steht still. Der geht aber runter. Ja, oh, jetzt geht's runter. Wollen wir schießen? Ja, wenn er still in der Luft steht. Da sind 5 Leute drin. Mindestens 3 Leute drin. Ja, da fliegen sie weg, wenn wir jetzt schießen. Ja. Lass ihn hier warten, wo wir jetzt sind. An den Büschen. Nee, das ist kacke. Ja, ich bin gleich bei ihm. Sind die blind? Sehen die uns nicht? Ey, der ist so konzentriert aufs Landen. Ja, wenn da 5 Leute drin sind. Schimmer. Ango, ich will ein Stück links laufen. Er ist gelandet, Nee, noch nicht. So gut wie. 1 Meter noch. Junge, was macht der? Kann da eine Nate dabei von euch? Nee. Ja, ich hab gesehen. Ist das aus dem Blickfeld? Ja, das ist eine Nate werfen, was? Das bringt nix. So, mach die Lampen. Auch ich push nicht? Jetzt einfach rein, ich renn jetzt einfach rein. Komm mit. Das sind wir oben raus, siehst du? Die rennen. Wohin? Auf dem Dach ist einer. Auf dem Dach, er zieht auf uns. Hab einen Headshot gegeben. Er lebt einfach noch. Hä? Der ist bug. Ja, der war direkt tot, der ist nur verbuggt. Sind mehrere, sind mindestens 3 Stück waren drin, mindestens 3. Achso, wegen Ausdauer. Einer ist tot auf jeden Fall von denen. Ja. Ja, haben Handy gegeben, aber der ist nicht umgefallen. Ja, bei mir auch nicht. Okay. Hey, da steht oben einer an der Base. Ja, hab ich auch gerade gesehen. Der ist tot schon. Nein, nicht bei euch. Starry. Okay, mach weg. Den gerade nicht mehr. Ich glaub, der ist weggedämpft. Die anderen werden jetzt in der Base sein, ne? Aber der Heli. Der Heli steht auch leicht in der Base, der ist easy rauszuholen. Alter, die Starry bauen gerade weiter. Ja, die Starry bauen gerade. Zwei Leichen liegen drin, 2 sind dead. Ich glaube, einer wird vom Heli gekillt, denke ich mal. Ja, wahrscheinlich. 2 Leute sind dead drin. Ey, und da kommen wir nicht rein. Da kommen wir rein zum Heli auf jeden Fall. Alter, dann ist der doch schon mal safe für uns.
ich brauch unbedingt eine scheiß Kopfbedeckung für den Gilly. Ja, chill doch mal kurz, jetzt fight noch. Ja, sorry. Der da liegt. Na, wir laufen durch jetzt. Spieler hier drin bei mir. Hilfe? Zweiter Stück bei mir. Komm alle zu mir bitte. Draußen Spieler, außerhalb, zwei Stück außerhalb. Wo? Wo? An dem bunten Haus. Ja, ja. Hat Hit ohne Ende. Ich bin nicht tot. Ich brauch Hilfe hier. Digga, was passiert, wenn du angeschossen wirst? Ich bin unconscious, ich hab ihn dreimal gehittet. Einer bei mir. Ich hab ihn dreimal gehittet, ich bin ohnmächtig. Ab ein. Ich bin blinkend rot auf dem Dach, ich bin jetzt safe. Einer pusht mich im Polizeistation. Wie viele sind es? Wieder. Kurz leise bitte. Hab ihn. Digga, was für ein hässlicher Screen ist das, Mann. Down. Ich bin rot blinkend. Fuck. Ich bin auch rot blinkend. Ich war. Bei dir alles gut, V? Ja, ich bin rot blinkend, tot. Also. Lebst du noch? Ja, ich lebe noch. Ich hab den Typen gekillt, Der wurde ich angeschossen. 8,8 Kilometer, Jungs. Ja, du, oder? Ich hab ihn gekillt, der liegt da hinten, hab ihn dead auf jeden Fall. Alter, ja, Jungs, das ist so komisch, wenn du angeschossen bist. Ja, hab ich auch. Ich hab nichts mehr gesehen danach. Same. Ich weiß nicht, ich hab einen hier. Bis die müssen wir morgen eigentlich raiden, morgen früh. Ey. Die wäre das, Beste. Server down. Oh nee, oder? Jungs, ihr müsst mich boosten, müsst mich schnell boosten. Kommt alle zu mir schnell. Ganz schnell boosten. Jungs, komm her. Bück dich! Ich bücke. Okay. Ich brauch hier zwei Leute, dann kann ich in der Base, dann kann ich die Leichen noch looten, halt ausziehen. Ich humpel her. Halli, hat doch gerade jemand gesprochen, könnt ihr mich hören, oder? Bist du aber schon. Bin drin. Du musst hochgehen, ich kann nicht hoch. Bin drin, warte. Komm, geh. Manu, kannst du springen? 20 Sekunden. Jo, der erste Leiche ist ausgezogen, die andere Leiche komme ich nicht ran. Nur die eine Leiche kriege ich hier. Heli ist aber offen, glaube ich. Nice. Heli ist offen. Nice. Jetzt kommt. Also, mitnehmen, da müssen wir was wir morgens zurück zu tun haben. Ja. Wo sollen wir den hinstellen? Das ist die Frage. Ja, keine Ahnung. Bau doch einfach einen Teil ab. Jungs, wir fliegen zur Base, machen den voll und kaufen dem Heli. Ist die Truppe, die jetzt am Start ist, morgen früh alle da? Was heißt morgen früh? Mit dem Kater, 10 Uhr. Ja, könnte ich schaffen, eventuell. Ja. Nicht eventuell. Aber bei mir wäre es eher so 12. Mario, kennst du schon? Ja. Ich bin schon drauf. Ach, Kamsi, du bist auch schon da, ne? Jo. Ango, komm mal, lass mich mal hochboosten. Dann gehe ich noch kammern. Boah, nicht, dass die gleich einlocken, ne? Natürlich locken sie sich gleich ein. Die meisten von denen sind eh dead. Ich mach die Waffen von denen gleich in den Heli rein. Das wird die gleich alles mitnehmen. Dann hast du noch irgendwas zum Healen? Ja, ein IFAK habe ich. Mein drei sind tot, ich. Ne? Drei. Vier Stück. Vier, gut. Ich hab zwei geholt, keine Ahnung. Ja. Ich weiß nicht, ob ich hin oder du kam sie den getötet, auf jeden Fall haben wir ihn noch getötet. So, dann fliege ich jetzt raus in Heli, oder? Ich stehe noch auf dem Dach, wenn ich mal auf dem Server komme. Aber jetzt raus, ja, von mir raus, sonst ich. Ja, den brauche ich ja nicht boosten. Das Ding ist, Frage ist, wie viele Türen haben die? Was schätzt ihr? Oh, ich hab's noch mal gesehen. 30 Minimum. Ich glaube schon, die werden dick haben. Hm. Die werden auf jeden Fall auch C3 haben, weil die werden, weil die werden T3 auch haben, glaube ich, mit ihrer großen Klappe da. Bei denen, Alter, bei denen hat sich das nicht gejuckt, als wir T3 von Motorbik von denen wollten. Haben die gesagt, ja, machen wir. Ja, müssen wir mal schauen. Vince, jetzt erpack erst einmal den Heli und hau ab damit, dass der immer safe ist da. Ja, ich komm rein. Ich steig rein. Ich weiß nicht, ob ich fliegen kann. Nee, letztes so. Hast du noch Kick behauptet, du kannst. Leise. Der hört sich so komisch an, das Heli. Nee, hört sich gut an. Ist es ein dicker Heli oder noch? UA-1D.
Alter, ich höre den bis hierhin. 500 Meter. Ich bin raus. Yalla! Lande, aber töte mich nicht. Bin ich schon weg? Was sagt Sprit? Warte. Weiß ich nicht. Okay, also bitte, ich muss nicht Sprit. Warte, ich gucke mal eben, ich gucke im Stream. Besser hätte es nicht treffen können. Wir haben einen kostenlosen Heli bekommen und dann noch von unseren größten Feinden, nämlich RWSD. Wir sind dann zu unserer Base zurückgeflogen, haben alles eingepackt, was wir irgendwie verkaufen konnten, sind zum Trader, haben ganz viel C4 gekauft, um am nächsten Morgen direkt RWSD auszuschalten. Die weg damit. Ich weiß nicht, ob wir die davon. Mach ich gleich weiter, oder? Nächstes C4 gleich hin? Ja, ja. Hier schon ein bisschen gut. Headschützen sind hier. Wenn wir Glück haben, haben die Plakat. Achso, Anna? Ja. Das Beste ist, glaube ich, wenn du direkt Cat schnappst und mit Cat Ding holen gehst, läufst du hier. Cat? Ja. Alles gut bei dir da hinten? Ja, ja, alles gut. Da fehlst du wirklich. Lass mal im Stream gucken, was alles drin ist. Oh, achso. Oben ist noch eine Tür. Mach gleich C4 hin. Machst du hier zwei Homehead oder ein Heavy? Ja. Und die Tür kannst du rein, Tür drüben rein. Ja, gibt's auch wieder Türen. Kann ich gleich aufmachen. Bin ich mal gespannt. Beide weg? Nee. Ja, nee. Flächen Damage war doch aus, Jungs, oder nicht? Nee. Also, geht noch fit. Dafür, dass wir dafür eigentlich die 20 Ding gekauft haben. Die 20 Heavy. Okay, hier ist Loot. Oh mein Gott, Junge, jetzt hat die gestackt. Ich habe jetzt zwei M4s mitgenommen, die ich eh schon Maps drin hatten. Die anderen habe ich da gelassen. Digga, das ist so free, diese Base, Mann. Wer hat denn die gebaut? Digga, ich schieb meinen an. Ich bin Hobby-Architekt, Junge. Also hier hat Zelt in Zelt gestackt, schmeckt. T3-Kit. 5 Bricks, 5 Concrete Bricks. Was war das gerade für eine Stimme? Hab ich gerade eben auch gedacht. Ich dachte, ich wurde irgendwie angestupft auf den. Digga, so. Die sind so dumm. Die sind so dumm. Die haben noch viel mehr Geld und alles. Die sind komplett hinter der Base. Platzieren C4, dann mach ich auf. Die sind so dumm. Was hast du da? 5 Bricks hast du gesagt? Voll, ja, 5 Bricks. Wenn du da mit reingehst oder sowas, geht das. Ready, Jungs? Ja, komm. Ich bin noch nicht da. Bis auf mich, von mir, Spieler, Jungs. Ich bin ohnmächtig. Tot. Sind zwei Stück. Wo ist der zweite? Der Heli hebt ab, oder? Nee, nee. Heli ist aus bei mir. Okay, ich bin ohnmächtig. Wie kommst du da drauf, dass zwei sind? Ich hab nur einen. Zwei verschiedene Schüsse. MCR und noch was. Kann mich einer im Heli bandagieren vielleicht? Im Heli bandagieren? Beschießt. Gegner. Da ist noch einer. Tot, ist auch tot. Können wir mich bandagieren im Heli? Ich hab drei Kills. Ja, komm. Aber der ist ohnmächtig. Junge, ist finished. Kill gleich, kill gleich. Und check die Namen, ich wollte die Namen. Ja, ich muss erstmal beide finden. Wie viele haben sie? Drei. Ich habe euch beide. Die standen einfach da, Alter. Ich dachte, du schießt. Durch diesen Schlag konnten die RBSD auf jeden Fall schon mal vom Server vertreiben. Der Clan hat direkt nach dem Raid den Server verlassen. Jedoch haben sie kurz vor ihrem Verlassen noch TL Bescheid gegeben, dass wir den Heli geklaut haben. Und TL hat über Nacht unseren Heli aufgebrochen und geklaut. TL stand natürlich jetzt auf unserer Abschlussliste, jedoch konnten wir gegen den 20-Mann-Clan mit unserer kleinen Truppe wenig anrichten und ohne Heli erst recht gar nicht. Außerdem hat TL im Chat mehrfach angekündigt, dass sie uns die nächsten Tage raiden werden und wir somit immer mehr ins Schwitzen kamen. Und wir haben Tag ein, Tag aus einfach nur gebaut. Und dann waren wir gerade auf dem Weg Richtung Altar Trader, um weitere Codelooks zu kaufen, als plötzlich wieder ein kleiner Lichtblick ins Spiel kam. Baum, denk oben in der Spitze im Baum fest, der Police Heli. Ist egal, was für ein Heli. Alter, wie hast du das Ding denn gesehen, ey? Pass auf, dass hier nicht irgendjemand. So ein Upcamp, ne? Der ist. Kannst du nicht einsteigen, Ding, der ist packt. Naja, aber wenn man den mit einem Ranch wieder umkippt. Der ist leicht stuck in der Luft, ich weiß nicht, muss mal schauen. Wo das alles? Ja, nicht alles auf Loren, ist der Dings. Ah, okay. Deswegen hast du ihn wahrscheinlich schon mal gesehen. Ja, kommt einer mit dem Hedge. Der Range brauchen wir auch, Hedge und Range. Ja, dann. Hat's mal gut.
Bleibt ihr beide hier kämpfen? Jo. Ich glaube, Patch brauchst du nicht mehr. Ich glaube, der ist mit auf dem Feld. Der packt einfach nur oben am Ding. Ja, der ist mit auf dem Feld. Braucht eigentlich nur ein Ding, nur einen Ranch. Selbst dann weiß ich nicht, ob es funktioniert. Geh mal kurz. Was kostet der? Weiß ich nicht. Bro, I'm stuck. Der, das ist halt echt stuck, schau mal, wie der hängt. Wenn da war alles drinnen, außer Türen. Wenn man da überhaupt rankommt, ne? Er hat alles drin, außer Türen. Ja, dann kannst du rein Hilfe fliegen. Junge, da snipt einer so dick drauf, Alter. Ja, dann kannst du auch rein theoretisch bis uns hochboosten, um den zu flippen und alles. Glaube ich, lohnt sich schon für ein Heli, oder? Damit wir dann eh wieder die ganze Zeit rumfliegen und nur Scheiße bauen. Ja, du, ganz ehrlich, ich glaube, das ist schneller, wenn wir zur Base laufen. Wir haben auch so ein Ding in der Base, ne? Aber ich bin jetzt gleich oben. Schuss auf mich. Der schießt irgendwo von rechts. Ja, hier vor mir, irgendwo auf außen. Ja, komm, wir fatzen dahin, oder? Ja, ja. An mich ist jetzt gar keiner mehr. Ich seh'n, der haut da hinten, glaube ich. Auf 105. In unsere Richtung oder in. Hinten im Wald, glaube ich. Komm mal. Ich bin dabei. Ich hab 15.000. Ich muss ihn eigentlich sehen, wenn der hockt. Nicht? Ja, nimm mal kurz. Ich seh'n nicht da. Ja. Ich hab noch 3 Ledernis jetzt geholt. Ja, cool. Aber wir müssen auf 105 schießen, auf dich schießen kann da unten. Ja. Yeah. 21.000. Doch, der haut da, glaube ich, in der Tanne. Ich sehe nicht, ich kann nicht sehen zumindest. Schieß auf ihn. Ja, einfach mal ein bisschen reinsprayen, dass er sich bewegen muss. Weil ihr seid, habt ihn in der Zicken gedrückt. Ja, aber wir kommen doch jetzt gerade von hinten, oder? Kann es sein? Bin der deine Flink geschossen hast? Sehe ich nicht. Schüsse? Ich habe einmal geschossen gerade als Blaze. Silence wieder vor mich, glaube ich. Der kommt jetzt echt aus der Base? Ja, auf mich steht er. Ich glaube, er schießt aus der Base tatsächlich. Ja, dann müssen wir die Base-Dingsen abcampen, die Fenster jetzt. Ich sehe ihn da aber unten nicht. Das kann doch nicht sein. Schießt er auf dich oder auf mich, Cringe? Auch bei mir schlagen Schüsse auch rein. Ich bin nur Decision. Keine Ahnung, man, von wo. Wirklich keine Ahnung. Ich kann aus der Base eventuell kommen. Ich seh'n. Wo? Genau bei euch. Lauf weiter nach rechts. Nach rechts gedrückt. Von Ango. Weiter nach rechts. Billy, bei euch. Hab ihn. Gehittet. Ist dead. Weiter nach rechts gedrückt. Weiter nach rechts. Noch mehr Schüsse? Oder warst du das? Ich. Okay. Wohin? Ist selbst gefinisht. Weiter. Bis zum Ende vom Wald einfach erstmal. Weiter links, weiter. Ja, genau, runter. Zu uns jetzt mehr. Bis weiter rechts. Rechts am Ende vom Wald einfach langlaufen, da kommt er dann. Runter. Einfach den Waldrand jetzt lang. Einfach Waldrand runter laufen. Komm mit dem Waldrand runter. Einfach runter gedrückt. Weiter, runter. Let's go. Ja, das, dann ist anderer, das ist ein anderer, da hat ein Schalke von uns geschossen. Hey, das ist ein. So. Ich hab alles mal eingepackt, Sulfo und so. Ich seh noch einen. Am Heli hockt er direkt. Dead. Aber. Und auch von Heli, den Tanner hat er gecampt. Soll ich das echt machen mit den Rauchgranaten? Bringt nichts, lass es. Das Rauchgranaten bringt nichts, die Ränder noch entfernen, nicht mal. Ango, guck mal, die Maske ist von mir, die hab ich gemeint. Ah, ja, aber rot, ey, das leuchtet zu doll. Aber das ist frische. Ah. Ich hock den schon auf. Ein bisschen aus wie der von Star Wars hier. Wie heißt hat den Carver gehabt, Junge, der war auch nicht der, war auch nicht der, hat auch kein Ding, keines. Der ist JD. E-Fuck, Bitcoin, noch ein Bitcoin.
Ja, da nichts gehabt eigentlich. Ach, keins und eins in den Carbine. Keine Ahnung, wer dann geschossen hat. Ja, wieder Richtung Starry. Achso, er ist mit Heli. Ja. Einer wird immer sterben von uns. Aber auch irgendwie fühle ich die Maske. Irgendwie fühle ich die erst im Mund an. Ja, die ist geil. Geht ganz gut mit rein. Schuss auf mich. Hinter mir. Auf Cringe? Auf mich, ja. Ich sehe ihn nicht. Kann ich nicht sehen? Ich hab auch Hit. Keine Ahnung von wo. Nee, keine Ahnung, Mann. Scheune unten. Scheune unten hinter der Scheune. In der Stadt hinter der Scheune. Steht mit SR25, glaube ich. Dein Typ dead unten? Ne, ne, ich seh ihn aber. Hinter das Björner gelaufen. An der Base los? Ja, an der Base. Ja, dann soll er ankommen und den einbauen. Ja, eben. Ja, ich hab keinen Bock drauf, echt. Das ist Minimum eine Stunde wieder. Ne, sind nur 6 Roofs. Naja, 6 Roofs. Abkloppen und alles, ist, nee. Der aimt immer noch auf euch. Ist dead. Also Trailer verkaufen. Oh, ist dann laut. Schuss? Schüsse. Von Süden, oder? Ja, von, nee, von hinter mir. Ich lauf gerade Richtung zu euch. Schießt auf mich, der Heli. Oh. Ich hab Heli, glaube ich. Flieg mal mit dem Heli weg, bitte, das wegen den Sounds. Wo schießt der? Irgendwo im Wald oben. Ich seh ihn über mir, genau unter mir. Nicht. Angulo, lass aussteigen. Also ich bin allein. Ich bin gar nicht drin. Ich sehe ihn nicht. Das ist immer noch das Bambi. Nein, den hab ich nicht. So. Haben Sie Spot mal. Ich sehe nicht den Farmhock da. Lass den Wald hoch. Ja, den müsstest du sehen. Vor mir eine Tanne müsste das sein, wahrscheinlich. Ne, vor mir Tanne oder er ist durchgezogen. Du, da liegt er, da liegt er. Ist der, hab ich ihn? Ja. Ich glaub, der gleich den Heli. Ja, bin ich hin. Genau vor dem Haus. Vor mir? Ja, ja. Weg, ja. Durch diesen Heli hatten wir endlich wieder eine Chance. Wir mussten nur sicher gehen, dass der Heli auf jeden Fall safe bleibt. Also haben wir ihn bei uns in der Base komplett eingebaut, sodass er am nächsten Tag immer noch da stand. Über Nacht ist mir dann noch ein richtiger Masterplan eingefallen, wie wir die TL-Leute einfach komplett raiden könnten. Und wie wir das umsetzen, seht ihr natürlich in der nächsten Folge.